Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Eigentlich wollten wir heute unseren Dutch Ofen rausholen. Das Wetter ist ja schön, aber ziemlich frostig und ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Deshalb gehen wir rein und machen dort einen Kalbstopf. Viel Spaß! Und hier nun unsere Zutaten für unseren Kalbstopf, ein bisschen marokkanisch angehaucht. Einmal das Kalbsfleisch. Dazu kommen Tomaten, Staudensellerie, Kichererbsen, Rinderfond, zum Würzen Pfeffer und Salz. Korianderblättchen brauchen wir ein paar. Dann geht es weiter mit dem Gemüse. Eine Gemüsezwiebel, Knoblauch, zwei Möhrchen, zwei Paprikaschoten, Rosmarin kommt noch mit rein. Dann, das habe ich gestern Abend eingelegt, eine Zitrone in Scheiben geschnitten mit Meersalz und Olivenöl. Was haben wir noch zum Würzen? Ganz zum Schluss kommt Sesam noch drauf und eine Gewürzmischung. Da haben wir jetzt den Afrika-Rub, aber das wird in der Infobox erklärt. So, von unserem angesetzten Zitronen, Olivenöl mit ja, Meersalz. Meersalz, genau. Packe ich unten was in den Bräter. Ich sage euch, dieses Olivenöl ist zitronig vom Geschmack her mit einer leichten Salznote. Jetzt das Salz fällt auch gerade mit rein. Das erhitzen wir jetzt und darin werden wir unser Fleisch anbraten. Unser Fleisch wird jetzt nun schön scharf angebraten, wie man es beim Gulasch halt kennt. Auch wenn es kein Gulasch ist, den wir kochen. Unser Fleisch ist nun ringsherum schön angebraten. Das heißt angebraten, die Poren haben sich geschlossen. Nun kommen unsere Zwiebeln dazu. Und auch der Knoblauch. Das werden wir jetzt noch ein wenig schmoren lassen und danach kommen dann nach und nach die ganzen Gemüsesorten dazu. Ja, und wenn sowas ist, melden wir uns wieder. So, nun würzen wir das Ganze noch ein wenig mit frisch gemahlenem Pfeffer. Meersalz und von unserem American, nee, nicht American Rub, African Rub packe ich auch noch was rein. Ja, ein Teelöffel wird sein, vielleicht ein bisschen mehr ist es geworden. Und einen sehr intensiven Geruch. Oh ja, ich denke, das wird der Koriander sein oder so. Mal gucken. So. Dann würde ich jetzt unsere Tomaten da drauf packen. Ich glaube, alle brauchen wir vielleicht gar nicht, oder? Das denke ich, das reicht schon. So. Und das Ganze, ja, gekleckert mit Wildfond. Rinderfond. Rinderfond, nicht wild. Ihr könnt natürlich auch Kalbsfond nehmen. Also das bleibt jedem selber überlassen. Wir hatten nur Rinderfond da. Und nun kann es köcheln. Anderthalb Stunden mindestens. Eine gute Stunde ist um. Ist auch schon gut eingekocht. Unser Gemüse ist ziemlich zerkocht. Nun kommen unsere Kichererbsen dazu. So. Dann fische ich nun unsere Zitronenscheiben aus dieser Salzlake und dem restlichen Olivenöl. Die packe ich auch rein.
So. Die sind ein bisschen salzig noch. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Salz. Ich denke, das werde ich ein bisschen abbröseln. Nur, dass nicht das zu salzig wird. So. Machen wir alle rein. Ist nur noch der Rest von der Zitrone hier. So, ja, dann rein damit. Die auch. Und was wir vorhin vergessen haben, Datteln. Hier sind 250 Gramm drin. Ich nehme ungefähr die Hälfte. Die packen wir noch mit rein. Aus der Packung. Getrocknete Datteln. Die verstreue ich jetzt mal hier so ein bisschen. Auf dem Ganzen. Wird hinterher noch untergehoben. So, das ist ungefähr die Hälfte. Dann kommt Koriander rein. Ich werde das jetzt gesamte Stängelchen reintun. Sind ungefähr 3 Stängelchen. Und 2 Rosmarin. Den packe ich auch noch mit rein. Das Ganze lasse ich schön oben drauf mitköcheln. Und nachher, wenn wir es einmal wieder umrühren, können wir es unterheben. So, ich denke noch mal eine halbe Stunde. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Gute 1,5 Stunden sind vergangen. In der Zwischenzeit habe ich die Zitronen, Rosmarin und den Koriander rausgefischt. Ich habe auch ein wenig Kochsahne reingegeben. Ungefähr eine halbe Flasche. Man kann auch normale Sahne nehmen, wie ihr mögt. Oder es auch ohne Sahne lassen. Dann ist es etwas dünnflüssiger. Wir haben jetzt eine richtig schöne Konsistenz. Nun koche ich den Reis noch dazu und dann können wir servieren und essen. Ja, kurzes Fazit. Einfach ein leckerer Fleischtopf, schön deftig. Und wer wie wir Kalbsfleisch mag, der wird es nicht bereuen, dieses Gericht nachzukochen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar, abonnieren könnt ihr unten rechts durch Klick und wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!